gleich. Ja, danke schön. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir endlich wieder hier in Hannover sind. Ich hatte das große Glück und bin immer noch froh, dass wir als Fahrer da involviert waren. Von Anfang an bis jetzt hier, wo das fertige Produkt steht, Actros L, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Bin 150 Meter angefahren und mir schoss sofort durch den Kopf, geil, geil, geil. Dadurch, dass wir jetzt ab dem 7. Gang den Top Torque haben, können wir sofort mit. Du gehst einfach auf die Autobahn. Der schaltet durch in den 7. Gang und dann Tempomat rein und dann zieht es einfach durch. Du sparst auch jetzt 4% Sprit. Ja, was halten wir vom Actros L? Also Actros L ist für mich die allererste Wahl. Mir würde echt was fehlen, wenn wir jetzt ein neues Auto oder eine neue Maschine bestellen würden, wäre kein Actros L, auch mit dieser die Geräuschdämmung. Ist auch noch mal einen Schritt weiter. Ja. Ich weiß, ob ihr schon mal gesehen habt, die haben noch ein paar Gummidichtungen da reingemacht, dass noch mehr zu ist und haben noch ein paar andere Änderungen gemacht. Aber für mich war wirklich wichtig, diese Antriebsstange. Ja. Diese Gaspedalansteuerung geändert, die Schaltzeiten an sich noch mal ein bisschen verkürzt, wobei das Getriebe schon immer schnell geschaltet hat. Ich habe ja dann gefragt, was habt ihr denn gemacht? Dann haben die angefangen, haben mir da Diagramme hingelegt. Also, ist okay, sag mir doch einfach, was ihr gemacht habt. Ja, wir haben da ein paar Drehzahlen geändert, ein bisschen angepasst. Also ich habe jetzt hier den Jungs eben hinter der Bühne gesagt, ich habe jetzt so viel darüber erzählt, ich würde gerne noch mal fahren. Ich habe eben vorher gesagt, ich möchte ihn gerne mitnehmen. Ja, ja. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.